Wettbewerbsfähig wird man durch was? Ganz einfach, durch Wettbewerb. Meine persönliche Lebenserfahrung in der Wirtschaft, aber auch in der Politik, auch in der Kultur, ist, dass der Wettbewerb zwischen kleinen Einheiten immer zu einem stärkeren Ganzen führt. Das heißt also, die gute Nachbarschaft sollte einen guten, fairen Wettbewerb nicht ausschalten dürfen. Wenn ich die Globalisierung als ein System verstehe, was auch Ideale um die Welt bringt, dann sehe ich durchaus ein Konkurrenzmodell zurzeit in der Welt, und das ist der Islam. Ich wohne in Berlin-Mitte in einer sehr lebendigen Gegend, sehr lauten Gegend, und ich lebe direkt im Brennpunkt, wenn Sie so wollen, in der Mitte dieser Schnittstelle. Aber es ist eigentlich ein globales Thema. Hier, gerade in dieser Gegend, wohnen sehr viele Türken. Und immer wieder stelle ich fest, dass es zu Konflikten kommt zwischen dem Islam und unseren Werten. Ich sehe es ja hier in meiner unmittelbaren Nachbarschaft, dass die Globalisierung uns ein tolles Angebot an kulturellen Möglichkeiten gibt, die wir früher gar nicht hatten. Ich entdecke durch das Zusammentreffen von unterschiedlichen Kulturen auch das Entstehen neuer Kulturen. Wenn man in irgendeiner Gegend wohnt, dann sollte man sich auch mit ihr identifizieren, sonst wohnt man in der falschen Gegend. Und ich glaube, wenn man Nachbarschaft so praktiziert, dann ist damit, glaube ich, sowohl Freiheit als auch gute Nachbarschaft, glaube ich, ganz gut definiert.